Du betrittst Maschinenlabor. Technologische Wunder wie die Looking Glass Terminals werden im Maschinenlabor konzipiert und entwickelt. Ich bin gespannt. Also bis jetzt kann ich nur sagen, es gefällt mir. Vor allem, wenn man die Möglichkeit hat, immer wieder in Bereiche, in denen man halt war und so, hinzukommen. Das ist schon ziemlich nice. Okay. Kampf, Schleichangriffe. Drücke C zum Schleichen, wenn du eine direkte Konfrontation vermeiden möchtest. Beim Schleichen bewegst du dich lautlos und kannst dich hinter einer Decke verstecken, um nicht gesehen zu werden. Wenn Gegner dich entdecken, erscheint eine Anzeige über ihnen. Weiß bedeutet, dass sie misstrauisch sind. Sie rot, wurdest du entdeckt. Ahnungslose Gegner erleiden mehr Schaden durch Angriffe. Okay, das ist nicht so gut. Wie uns auch hier drunter? Ne, wie hat er sich jetzt hier hingelegt? Oh. Neben, zerlegen benötigt. Ah. Kuhstreu zählen? Was ist denn der Kuhstreu? Hä? Hope Alice. Ah, a new hope. Ich habe Larsen in der Vorführung. Okay. Das war Musik. Alter. Laut. Was denn? Eine Agave. Direktor Torsteins. Der Name ist mir direkt sympathisch. Ich glaube, ich darf nicht zu viel Waffen benutzen. Was willst du machen? Er hat mich ja sofort gesehen, nachdem ich ihn getroffen habe. Ist optimal. Oh, ernsthaft, der wird schon wieder voll. Das ist natürlich nicht so geil. Boah, das wird echt ein Problem werden. Also. So. Da schwebt wer draußen. So ein Fragment. Ich kann gerade nichts mehr nehmen. Ich hoffe, hier ist irgendwo so ein. Das ist jedenfalls die Sicherheitsstation. Das ist ja super. Was ist das denn? Ist das ein Schild?
Ach so. Junge Kleif, was ist denn da los? Auf den nicht rein. Hast du einen Neueingang? Okay. Kann nicht sein, ey. Okay. Okay, da kommen wir irgendwie hoch. Okay, ich habe keine Ahnung wie, aber es funktioniert irgendwie. Atrium, oh, das ist ein Phantom. Was habt ihr? Also? Okay. Dann gib mir erstmal eine Bereichskarte. Zentrum. Operator, Recycler. Ist hier bitte. Ah, oh, hier. Vorführungsbühne, das ist ein Recycler. Wir haben nicht genug Platz für alles. Bereit zum Scannen. Ja, finde ich gut. Scanne Ziel, kein Alien-Material entdeckt. Diagnose. ISS nominal. Energielevel nominal. Aktoren nominal. Natürlich. Geht es nicht? Und hier hochklitschen, passt schon. Oder eben noch so ein Vieh. Wenn was, glaube ich. Aufführungsbühne. Okay. Muss ich mal speichern, ey, ohne Witz. Dreck. Wir haben keinen Platz mehr. Kann nicht sein, ey. Das können wir mitnehmen. Das hat Sachen unbegrenzt stacken, aber.
Okay, das war nicht so geil. Hoppala. Samuel! Hebelkraft, Magnetbandlaufwerk. Hier da rein lotsen könnte, dann wäre natürlich geil. Hoppla. Was ist denn das überhaupt? Keine Ersatzteile mehr, ne? Nee. Exterior Breach detected beyond this detected. Ach du Scheiße, Wind braucht. Mit Recyclerladung. Wenn eine Recyclerladung explodiert, zerlegt sie die molekulare Struktur von Objekten in ihrer Nähe recycelbare Materialien. Eine Uniform bietet dir zwar etwas Schutz, aber sie ist nicht vollkommen sicher. Es ist daher gefährlich, einer Recyclerladung zu nahe zu kommen. Okay. Wenn ich mich selber recycle. Jetzt möchte ich mich gerne mal selber recyceln. Ja, immer eine Schnellspeicherung. Synthetisches Material. Das war ja nicht so krass. So, jetzt können wir ja Ersatzteile aufnehmen. Oh! Aber wir machen es 1 von 4. Ja. So geht das auch. Der Neuromod, wenn man einen Neuromod kriegt. Was? Ach so. Hier müsste doch. Ah, genau. Sagen, hier müsste doch ein junger Ding sein.
Ist aber schön, dass man auch jede Waffe 30 Mal kriegt. Dass wenigstens sicherstellt, dass man. Alles klar. Ich habe mir schon fast Sorgen gemacht, dass es nicht reicht, was wir so kriegen hier. Weißt du, dass du was bauen kannst irgendwann? Wir kriegen ja so viel Kram. Ist ja krass. Sehe, wenn ich mich da drauf schieße, aus sicherer Entfernung. Ah, okay. Das war wie ein Gasleck. Das war vielleicht nicht so gut. Batterieverwerter. Chipsetzer. Du hast einen Chipsatz erhalten. Drücke I, um den Chipsatz in deinen Anzug. Oder Psychoskop. Du sammelst mehr Disruptor- und Kuhstrahlmunition von zerstörten Robotern. Also. Nur mal ein paar Neuromods, 3 Stück, um genau zu sein. Zerlegen. Ja. Weil da liegen ja so ein paar von diesen Operatoren oben. Damit können wir die vielleicht ganz gut zerlegen hier. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Müssen wir mal gucken, dass wir noch so einen Fabrikator mal in die Finger bekommen. Weil dann musst du da einfach mal ganz oft hier immer drücken. Where? Ah. Jetzt nicht so sicher, wie ich das hier machen soll. Weil, weil man die Glühkanone, die können wir doch gleich zerlegen. Und die Pistole mich auch. Man kann nicht erst wieder den ganzen Scheiß mit uns rumschleppen. Wunderbar. Wir haben noch 6 Schuss für die Schrotflinte. Das ist nicht viel. Wo war das Reparaturkram für den Anzug? Hier. Ja. Achso, warte. Jetzt müssen wir eigentlich genug Reparaturkram haben. Dass ich das hier reparieren kann. Verteilerkasten. Ich weiß jetzt noch nicht so genau, was uns das gebracht hat, aber. Guck mal, da kriegen wir jetzt mal einen Ersatzteil raus. Er ist zumindest jetzt nicht mehr kaputt. Das ist schon mal was Gutes. Ja, jetzt kriegen wir nämlich aus den Technik-Operatoren immer Ersatzteile. Und die können wir ja, glaube ich, zu. Hier, Elektronik gleich immer. Zu Haufen gebrauchen. Ich würde sagen, wir sind in der nächsten Folge. Ich sage erstmal ciao.